Hallo, ich bin Laura und willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir eine spannende Wanderung mit dem Wanderführer Ernst. Der war, ja, der ging hoch bis zu 1800 Meter Meereshöhe. Mit Emma, der Hündin, und natürlich den Besitzern davon. Im prasselnden Regen. Ich bin bis zur Unterhose nass. Hallo, ich bin Lara und willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder eine Wanderung, nämlich mit dem Wanderführer Ernst. Ernst, kommst du? Ja, natürlich. Sag uns mal die Strecke, wo wir lang gehen. Ja, gerne. Also wir starten jetzt hier von der Labalm, wo wir uns gerade befinden, gehen hier über die Wiesen und da über eine Vorstraße zur Neuhüttalm, gehen dann Richtung Auerlegeralm und kommen schließlich zur Liegalm, wo wir dann zur Mittagsrast einkehren und gehen dann schlussendlich wieder zum Hotel zu Fuß hinunter. Insgesamt ca. 400 Höhenmeter und ca. 15 Kilometer Strecke. Abstieg etwas mehr als Aufstieg. Okay, dann freuen wir uns sehr schön. Ja, super. Freue mich auch, dass ich mit euch gehen darf. Cool? Okay, danke. Super, bitteschön. Jetzt sind wir schon ein kleines Stück gegangen und wir sind schon da ganz vorne und das Wetter ist jetzt auch schon jetzt nicht ganz gut. Also die Sonne scheint noch, aber wird von den Wolken verdeckt und die Aussicht ist mal wieder 1A, obwohl wir gar nicht weit oben sind und noch gar kein weißes Stück gegangen sind. Und natürlich gehen wir auch hier über einen kleinen Wald bei einem Forstweg. Also hier Forstweg. Und ja, hier sind ein paar Bäume und auch ein paar umgefallene Bäume, die ja wahrscheinlich wegen Krankheiten oder so abgefällt werden muss. Ist auch besser so. Und hier seht ihr nochmal den Weg, den wir gegangen sind. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei diesem Video hier. Und genießt natürlich die Aussicht. Oh, und was mir gerade noch einfällt, dass wir einen Hund dabei hatten, einen kleinen Hund. Sie hieß Emma und der war, glaube ich, ein Mischling. Und die Hunderasse hieß Polippo. Und jetzt seht ihr sie auch gleich. Also sie war echt süß und putzig. Und jetzt blende ich sie auch noch unten ein. Der kleine Hund heißt Emma, wie ich ja schon jetzt gerade sage. Und ja. Teile deine Kräfte, Emma.
Halte deine Brüste. Sollst du sie Sitz machen? Sitz. Immer? Sitz. Ja, jetzt muss ich erstmal schnaufen, gell? So, super. Die ist voll warm. Dahinter ist die Kuppe, das ist der Schwarzhorn. Und die heißen schon verschieden, also weiß und schwarz. Man hört schon, dass da eine große Differenz ist. Im Winter sieht man das natürlich nicht so gut, weil der Schnee drauf liegt. Aber das Weißhorn, der Gipfel zumindest vom Weißhorn, das ist reines Dolomitgestein. Und zwar die erste Phase der Dolomitifizierung. Das heißt, bis dahin hatten wir Tiefseesedimente und erst dann hat sich der ganze Erdboden wieder gehebt langsam und es konnten sich auch Algen bilden, weil die brauchen ja auch das Licht von oben. Und somit hat sich diese kleine Diplopora-Alge gebildet, die dann begonnen hat, ein Kalkskelett zu bauen. Und das ist die erste Phase der Dolomiten, ist genau diese Diplopora-Alge. Also ist der Gipfel weiß vom Weißhorn. Der Gipfel vom Schwarzhorn ist schwarz, weil das, wenn wir hier jetzt uns umdrehen zu diesem Stein, das ist genau dieses Material, das ist Quarzpapier, Porphyr sagen wir dazu. Quarzpapier, also ein vulkanisches Gestein aus dem Erdinneren auf ca. 284, 85 Millionen Jahre alt. Also schon einige Zeit her, gibt wenige, die sich daran erinnern können, als das ausgebrochen ist. Und ihr habt sicher schon mal was gehört von der Plattentektonik, die kommt jetzt wieder hier ins Spiel. Und zwar befinden wir uns vor 285 Millionen Jahren immer hier, aber hier ist nicht hier. Die ganze Platte war viel weiter südlich, war nahe am Äquator am 12. 13. Breitengrad. Heute sind wir am 48. Breitengrad hier. Also hat sich das alles ziemlich nach Norden verschoben. Und die afrikanische Platte, die schiebt ja heute auch noch oder schiebt sich unter die europäische Platte. Und zwar sieht man das ganz genau, wenn man durchs Pustertal fährt. Das Pustertal ist nämlich diese sogenannte peradriatische Grenze. Wenn man durchs Pustertal rausfährt, links ist Europa, rechts ist eigentlich noch afrikanische Platte. Die treffen sich da, die bewegen sich heute noch, dass die ganzen Berge wachsen 2 bis 3 mm im Jahr, heute auch noch. Werden dann von der Erosion allerdings wieder abgetragen, somit gleicht sich das aus. Aber interessant ist, dass es nicht nur diese großen Platten waren, afrikanische und europäische, die dann zusammengeprallt sind, beziehungsweise die afrikanische, die sind unter die europäische schiebt. Aber es entstehen auch jede Menge dieser Verwerfungen, dieser Mikrorisse. Also es ist eine große Spannung da drinnen, deshalb auch die Erdbeben wegen der großen Spannung. Und es gibt so Krusten in den Platten auch. Und die Platte, oder die Mikroplatte, muss man sagen, wo sich das Schwarzhorn befindet, ist eine andere wie das, wo sich das Weißhorn befindet. Da wurde das Schwarzhorn viel weiter aus dem Boden gehoben und da haben wir den Vulkan ganz oben bis auf 2400 Meter, während dem das Weißhorn 100 Meter niedriger ist, aber schon den Dolomit hat, weil das einfach ganz anders angehoben worden ist. Das ist die Trunerlinie, heißt man das da hinten, die sind praktisch ganz verschieden gewachsen, die beiden. Die beiden Platten, so will. Einen kleinen Ausflug in die Erdgeschichte und in die Tektonik der Platten, da könnte ich jetzt noch stundenweise erzählen. Ich mache das auch beruflich, deshalb gibt es da natürlich viel zu erzählen, aber so mal im ganz Kleinen was zum Anfangen. Cool. Okay, sitz. Emma, sitz. Ja, brav, hier ist ein Leckerli. Und jetzt bist du schon wieder weg hier. Thank you.
damals hat sich ein riesengroßer Gletscher hier das ganze Ätschtal geschoben. Der war, ja, der ging hoch bis zu 1800 Meter Meereshöhe. Also da haben wirklich nur Weißhorn, Schwarzhorn, Ruin und ein paar Gipfel haben da rausgeschaut. Und der Rest war alles unter dieser riesengroßen Eisplatte, die sich langsam nach Süden geschoben hat. Und natürlich alles, was unter ihr war, wurde oder zu breit zermalmt oder mindestens abgerundet, wo die dann drüber gegangen sind, so auch diese ganzen Porphyrsteine. Deshalb sind die alle so rund. Da ist kein Steinmetz hier gewesen, hat die alle bearbeitet, sondern die sind wirklich aus diesem Grund eher abgerundet. Auch die größeren Felsblöcke, da müsst ihr mal schauen. Da heißt es noch mehr. Da sieht man sogar die Fließrichtung des Eises dann auf diesem Felsblock. Und hier ist ein wunderschöner Wasserfall, wo leider die ausgefallenen Bäume drauf sind. Aber ist ja auch egal. Und hier ist die wunderschönen Nadeln, die abgefallen sind. Der wunderschöne Weg, wo wir gerade gehen. Und ja. Das ist der Germer, der weiße Germer. Der wilde Enzian, der gelbe Enzian, der wird so hoch und hat gelbe Blüten. Mhm. Aber die Pflanze sieht genau gleich aus wie diese Pflanze. Okay. Der Unterschied, der Germer hat versetzte Blattstände. Also ein Blatt links, ein Blatt rechts, ein Blatt links und ein Blatt rechts. Und der Enzian, die hat alle zwei Blätter auf gleicher Höhe. Mit den Blüten siehst du es dann, die gelben Blüten sind Enzian, die weißen sind Germer. Okay. Aber da hat es schon einige Tote gegeben, weil da Leute gemeint Germer haben, und Maiglöckchen. Diese Wurzel ausgraben und da ansetzen im Schnaps, und da zu Enzian Schnaps. Keine gute Idee. Thank you.
Also es hat ganz schön geregnet, also es hat sogar gehagelt und es ist 10 Minuten oder so. Und ich bin bis zur Unterhose nass. Also hier meine Hose und meine Schuhe. Es war Wasser drin. Und ja, jetzt warten wir mal ab. Wir sind hier auf der Liegalm und hier hinten ist der Latomar. Und ja, das ist jetzt ein unangenehmes Gefühl, hier in den nassen Sachen zu sein. Und ja, jetzt hoffen wir mal, dass der Regen aufhört und irgendwie unsere Klamotten wieder trocknen. Und jetzt warten wir noch auf die anderen, die einen Hund haben. Und der sich geweigert hat, weiterzugehen. Den ihr schon vorhin in den Videos gesehen habt. Der sieht jetzt ein bisschen so aus wie ein Dackel. Schon am Ende angekommen. Wir sind insgesamt 5 Stunden gewandert, dann 650 Höhenmeter also runtergegangen und 200, also so 200 circa Höhenmeter hochgegangen und dann sind wir noch und 17 Kilometer. Wie hat es dir gefallen? Ja, mir hat es eigentlich gut gefallen. Mir hat Spaß gemacht sogar mit euch zu wandern. Leider, wie man sieht, ist das Wetter nicht gerade das Beste gewesen. Wir sind zweimal auch in einen ordentlichen Regen hineingekommen. Wir sind jetzt klitschenass und warten alle auf eine gemütliche heiße Dusche, um uns wieder zu erholen. Aber ich glaube trotzdem, dass es eine sehr abenteuerliche Wanderung war. Und wenn es euch auch gefallen hat, dann freut es mich sehr. So? Ich auch. Mir hat die Tour auch sehr gut gefallen. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und hier könnt ihr mich abonnieren und hier ist das nächste Video und dann tschüss.